Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Ja, okay. Ich habe eine neue Tabakmischung. Ich habe eine neue Tabakmischung. Honig. Lass mich deinen Tabak probieren. 500! Alter! Erfahrungsgoldgrube hier, oder was? Das schmeckt ausgezeichnet. Etwas Besseres habe ich noch nie zuvor geraucht. Oh. Wie hast du diese Mischung hergestellt? Ich habe den Tabak mit Honig gemischt. Das hast du getan, Vater der Mischkunst. Es wäre mir eine Freude, wenn ich meine armseligen Pfeifen damit füllen könnte. Stopf du mal. Danke, Sohn der Großzügigkeit. Keine andere Mischung wäre so gut wie diese. Alles, was du mir davon bringst, werde ich dir abkaufen. Alter, okay. Ey, ich hab doch noch mehr gehabt. Ich wollte dir doch das andere geben. Ja, egal, dann sprechen wir mal weiter hier. Woher bekomme ich Apfeltabak? Zwei Portionen gebe ich dir. Magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst? Wie geil der redet. Wenn es dich nach mehr verlangt, dann necke deine Schritte zu Zuris, dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Okay, kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, komm, machen wir einfach mal. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 1000 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Alter! Egal, komm, wir machen das. Wir machen das jetzt. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Ich sag, wir bekommen 500 EP. 1000! Dunkelheit zieht über das Land. Das Böse wird triumphieren. Der König wird den Krieg gegen die Orks verlieren. Du wirst zurückkehren, aber du wirst keine Ruhe finden. Oh. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Das war jetzt echt nicht viel, aber die 1000 EP waren es echt wert. Hört ihr Bewohner von eine ziemlich, ja, nicht sehr schöne Weissagung, wenn man das mal so sagen kann. So, Zuris, hast du irgendwie Pfeffer oder irgendwie sowas? Zeig mir deine Ware. Da ist roter Tränenpfeffer. Das haben wir. Geil. Oh ja, die Tränke nehmen wir mit. Die Geschwindigkeitstränke. So, hier haben wir noch ein paar Klingen. Paladin-Zweihänder. Oh, es regnet wieder Geld. Also Geldprobleme haben wir wieder gar keine. Also ich kann nochmal an dieser Stelle erwähnen. Kauft immer die mittlere Drachenjägerrüstung. Wenn ihr dann an dem Punkt angelangt seid, das Tor zu öffnen. Und ich denke mal, das wird so gut wie jeder machen. Dann... ja, geht zum guten Jan und holt euch das Geld ganz einfach wieder. Das ist kein Cheaten, das ist gar nichts. Das ist vom Spiel so vorgesehen, dass man das Tor öffnen kann. Und ja, das sind geschenkte Goldmünzen. Viele geschenkte Goldmünzen. So, und ihr habt ja gesehen, man kriegt gegen Ende des Spiels auf jeden Fall Geldprobleme. Und ja. Fand ich aber schön, dass das so passiert ist, weil dann hatten wir uns nochmal richtig angestrengt, jedes Monster mitzunehmen und haben dann sogar noch, bevor wir nach, ja, hier mit unserer Mannschaft nach Irdorath gefahren sind, da, ja, sind wir schon mit einer besseren Rüstung durch die Gegend gelaufen. Hey, und haben jetzt sogar die beste. Zeig mir deine Ware. Und das Geld wieder. Dürfen wir alles nicht vergessen. So, ich guck einfach mal kurz rein, was die hier so haben. Hey. Nochmal so mehr oder weniger zum Abschied. Ich glaube auch nicht, dass wir nochmal hier zum Marktplatz gehen werden. Vielleicht noch so beim Vorbeigehen, weil wir vielleicht noch ein, zwei Leute hier anheuern müssen, aber sonst... Zeig mir deine Ware. Langsam wird's knapp. Alter, hast du irgendwie noch... Alter. Heilwurzeln sind da ganz schön viele. Feldknöterich müssten wir noch ein paar kaufen. Hier, Konstantino hat noch welche. 26 Feldknöterich, aber 54 Heilwurzeln. Da brauchen wir nicht unbedingt welche kaufen. So, Kanta, die alte Sau, den will ich am liebsten noch umboxen. Zeig mir deine Ware. Sollen wir den umboxen? Such dir was aus. Also, ich bin wirklich kurz da, ich box den um. Weil der so ein Arschloch war, schon am Anfang des Spiels. Und, als der da Sarah, Ich muss weiter.
Von mir aus. Als der Sarah verarschen wollte und der uns dann abgezogen hat wegen den 500 Goldmünzen. Ich speichere jetzt ab und klatsch den um. Ich hoffe nicht, dass die Leute hier in der Stadt uns, Oh mein Gott, wie brutal. Juckt mich nicht. Ich hasse den Typen. Tja, vielen Dank für die Runenmacht. Die können wir gut verticken. Nein, ehrlich, also der hat's verdient. Der kriegt schön Fett auf die Fresse. So, Baltram, hast du noch irgendwas? Zeig mir deine Ware. Oh ja, komm, wir nehmen uns hier noch ein paar Schinken mit. Bisschen Milch, Wurst. Bald geht es ja wirklich los und dann müssen wir gut gerüstet sein, aber mit 61 Bier, 150 Wacholder, 50 Broten, 40 mal Käse, 30 mal Schinken. Insgesamt, wenn man alles braten würde, 450 Fleisch. Ich glaube, das reicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das reicht. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, mir fällt gerade noch was ein. Da müssen wir aber ganz früh am Morgen hier hinkommen. Also generell investieren wir noch einen Punkt in Geschick. Einfach nur, damit das eine gerade Zahl ist. Ihr kennt meinen gerade Zahl haben Fetisch. Lebensenergie ist mir egal, aber Stärke und Geschick muss auf jeden Fall gerade sein. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal kurz ins Hafenviertel. Gehen zu Laris, holen uns da den Eingeschicklichkeitspunkt. Und dann... Dann könnten wir jetzt sogar schon anfangen, die Crew zusammenzutrommeln. Und zwar, Laris, du kommst auf jeden Fall mit. Das ist mein Gott. Du Boy, du, hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Hast du Lust, diese Insel zu verlassen? Nichts lieber als das. Was hast du vor? Ich habe herausgefunden, wo der Anführer der Drachen sich aufhält. Er ist auf einer Insel, nicht weit von hier. Ich habe vor, ihm endgültig den Garaus zu machen. Klingt nach einem Heidenspaß. Wenn du mich brauchen kannst, bin ich dabei. Brauchst du auf deiner Reise noch einen Lehrer für Geschicklichkeit oder Kampf mit der Einhandwaffe? Ich brauchte eigentlich gar nichts mehr von, aber ich will, dass du dabei bist. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wir treffen uns alle am Schiff. Ein Mann der Taten, so habe ich's gern. Wir sehen uns. Aber ich möchte noch einen Geschicklichkeitspunkt. Bring mir was bei. Alter, 5 LP... Für einen Punkt? Egal, wir machen das. Ich bin ein Gönner. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Scheiße. So, Laris ist schon mal dabei. Wunderbar. Im Hafenviertel gibt es eigentlich sonst nur noch Vatras, der mit könnte. Und, ansonsten habe ich noch Silbersachen, die ich verkaufen kann. Komm wieder, wenn du silberne Teller oder Kelche hast. Okay, haben wir nicht. Hast du irgendwelche Fische? Zeig mir deine Fische. Alter, was haben wir denn alles vertickt? Okay. Gut. Alles klar. So, Promor. Hast du noch was zu sagen? Ich will mich amüsieren. Der Held hat es verdient. Wow. Alter, ist die Knights. Also, ja, ist gut. So, komm. Komm, wir machen das. Ich will mich amüsieren. Gut. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Geh mit Nadja nach oben. Viel Spaß. Ich glaube, das ist das erste Mal in dem Let's Play, dass wir das gemacht haben. Und gegen Ende hat der Held das einfach nochmal verdient. Du. Wenn so eine lange Reise bevorsteht... Lass uns hochgehen. Heute ist dein Glückstag, Süße. Gehen wir. Alles klar. Also eigentlich wollte ich das nicht mehr machen. Ich weiß nicht warum. Einfach irgendwie... Ich habe das auch immer irgendwie vergessen gehabt. Aber wir machen das jetzt. Der Held hat jetzt eine lange Reise vor sich und der möchte sich ja auch mal amüsieren. Hey. Wer bist du? Ich bin beschäftigt. Ja, sehe ich. Redest du mit der Kerze oder was? So, ist hier sonst noch irgendwas? Eine Truhe oder so? Nö. Aber sieht ja eigentlich ganz gemütlich aus, ne? Aber ist ja auch ein Puff. Was will man erwarten? Da muss es gemütlich sein. Gut. Kommt die jetzt mal oder soll ich die vorher abknallen? Steck die Waffe weg. Wow, 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 wow. Kluges Kerlchen. Wildes Mädchen. Also nicht, dass sie sich da jetzt festgebackt hat. Oh nein.
Och gut, ich dachte, die hat sich da jetzt festgebackt. So. Hey, du. Amüsieren. Die nächsten Stunden gehören nur uns. Es ist Zeit, dass du dich entspannst. Lehn dich zurück und genieße es. Okay. Ja. Warte mal. Komm das nächste Mal wieder zu mir, Süßer. Das war's? Dann hat der Held das jetzt auch mal, nach 6 Monaten oder so gemacht? Also ich weiß nicht, was in seiner Hose abging, aber... Erstmal die ganze Geschichte mit dem Schläfer, jetzt die ganze Geschichte und... Alter. Der muss ja Druck drauf gehabt haben. Mann, Mann, Mann. Bei Halvor waren wir. Im Puff waren wir. Jetzt gehen wir mal zu Vatras. Der kommt auf jeden Fall mit. Und ansonsten, ich bin gerade schon am Überlegen, wen wir noch mitnehmen können. Alter, dann geht das gleich echt los. Ich glaube das nicht, Leute. Ich glaube das nicht. So, erstmal, was weißt du über die Diebe? Ach, ne, brauche ich gar nicht wissen. Die Diebe, da haben wir alles schon abgehakt. Also wir sind hier fertig mit allem. Mit dir können wir mal sprechen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Alter, 6-mal Geschwindigkeitstrank. 3 Stück nehme ich mit. Dann haben wir jetzt 6, das reicht, glaube ich. Ansonsten hat er nichts mehr, was wirklich von Interesse ist für uns. So, lehre mich mal ein bisschen der Kunst der Alchemie. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Was willst du wissen? Ach, nee, brauchen wir nicht. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt erstens... Schnaps brennen, Tabak mischen. Was können wir dann noch machen? Tabak mischen. Kann man da irgendwas... Mit Dunkelpilz. Mit Sumpfkraut. Und er meinte, er wird uns alles verkaufen. Wir machen das gleich mal. Erstmal möchte ich jetzt... Grüner Novizen herstellen. Sumpfkraut verarbeiten. Nein. Speziellen Trank brauen. Und zwar... Elixier der Geistveränderung. Shit. Wir haben noch nicht alles. Was brauchen wir denn da noch? Wo ist es denn? Da. Erforderlich ist das Sekret aus 2 Blutfliegenstacheln. Haben wir. Mana-Extrakt, Essenz der Heilung haben wir. Abschließend wird in den Köchelsud ein Beutel roter Tränenpfeffer gerührt. Ach, nur ein... Ach, da. Der weiß, wie das Sekret aus den Stacheln zu entnehmen ist. Sollte... Ah, nee. Sollte sich an den Trank versuchen. Also die... Aber... Oder haben wir keine Stacheln? Ach, wir haben gar keine Stacheln. Aber wir wissen nicht, wie man... Warte mal. Was muss man genau wissen? Nur einen kundigen Alchemist, der weiß, wie das Sekret aus den Stacheln zu entnehmen ist. Ach so, Sekret aus den Stacheln entfernen. Wer kann uns das denn beibringen? Sekret... Doch, das können wir. Das können wir. Oder nicht? Wartet mal. Allgemeine Infos. Die Tränke. Steht das hier? Nein, oder? Nein, das steht bei, Besonderes. Steht das da? Ne, das steht bei Tierverwertung. Blutfliegenden Stacheln entfernen. Aber wo steht das mit dem, Wo steht das mit dem, dass wir wissen, wie wir das Sekret entnehmen können. Ey, nicht, dass wir den Trank herstellen, den Novizen geben und der stirbt dann oder so. Alter, da bin ich fertig. Irgendwo habe ich, glaube ich, die Blutfliegenstacheln verkauft. Der hat keine, der hat nur Flügel. Blutfliegenstachel, die habe ich vorhin, glaube ich, irgendwo gesehen. Ja, dann müssen wir jetzt ein bisschen suchen, denn ich glaube nicht, dass wir noch Blutfliegen finden. Einen Teil seiner göttlichen Macht.
Also ich wüsste auf jeden Fall, wo es welche gibt. Hier ist jetzt einfach nur raten. Ich klicke das jetzt einfach mal weg. Hier ist auch nichts. Also dann weiß ich auf jeden Fall, wo es einen gibt. Ich trinke dafür einfach mal den Geschwindigkeitstrank. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der einen hat. Wenn der keinen hat, dann wird's schwierig. Dann bin ich mal gespannt, wie wir an Blutfliegenstacheln rankommen. Aber ich habe die doch gerade. Ich habe doch Blutfliegenstacheln entnehmen gelernt. Und dann haben wir noch Blutfliegen getötet. Ich habe wahrscheinlich aus Versehen die Stacheln verkauft. Von mir hatte das halt! Einen Unruh. Alter, halt die Fresse. Ich sag. Willst du mich verarschen, Junge? Pass auf, mit wem du hier redest, ey. So ein Schnösel denkt, der kann uns hier aufhalten. Ah, da müssen wir jetzt 50 Goldstücke bei Lord André investieren. Damit wir da lang dürfen. Bla bla bla. So, was sagt eigentlich die Uhr? Die Uhr sagt. Ich hab's gleich. Alter, 37 Minuten, dann beeilen wir uns mal. Wenn du dich mit dem. Ach ja, bla 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 bla. Ich will das jetzt gar nicht hören. Ihr könnt mich alle am Arsch. 600! Was? Warum so viel? Egal. 600, das ist echt viel. Naja. Wir gehen jetzt ins obere Viertel. Dann hole ich mir da einen Blutfliegenstachel. Und wenn der keinen hat, Alter, dann muss ich jeden Lehrer durchgehen. Weil ich glaube, es gibt keine Blutfliegen mehr, Mann. Es gibt hier keine mehr. Das ist ja schrecklich. Alter, da ist Diego. Das darf ich nicht vergessen. Der kommt auf jeden Fall mit. So, und der müsste eigentlich welche haben. Ich bin mir ziemlich sicher. Er hier, Lutero. Zeig mal. Zeig mir deine Ware. Ach du Scheiße, der hat auch keine. Das kann doch nicht wahr sein. Wer hat denn bitte Blutfliegenstacheln? Ach du Scheiße. Ach ja, Salandril ist gar nicht mehr hier. Oh Mist. Oh Mist. Ich glaube, ich mache doch noch eine Aufnahmesession. Ich habe so Bock gerade. Mir geht's gerade auch ein klein wenig besser. Ich mache hier einen kurzen Cut und dann drücken wir mal die Daumen, dass ich im nächsten Part schnell die Blutfliegenstachel finde. Ich möchte ja auch nicht, dass wir da 10 Minuten oder so mit vergeuden. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und damit bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!